Hallo Freunde, ich habe leider mit meinen Freunden, ihr kennt die ja schon, bist ja schon, habe ich den Namen gesagt gehabt, da mal vor kurzem in einigen Videos habe ich auch den Namen erwähnt gehabt, gesagt gehabt. Das ist der vom Wetterkanalkreis Steinfurt, wie gesagt, der Batet habe und ich habe mit dem richtig Streit im Moment, weil er den Leuten mehr Recht gibt und Glauben tut, als er das bei mir macht, als er mir mehr Recht gibt und Glauben tut. Weil mir kommt das eigentlich so vor, deswegen so vor, weil er sagt über den Leuten so gut wie gar nichts, die in seiner Facebook-Gruppe Wetter und Luftfahrt drin sind. Er sagt so gut über den Leuten wie gar nichts über den Leuten und er ist bei den Leuten quasi gesagt, auf Deutsch gesagt, quasi gesagt, kurz zusammengefasst raus. Und bin deshalb traurig, bin ich im Boot zerstört. Echt. Dann will ich noch sagen, in der Mittagspause oder Arbeit, meine Mittagspause hatte, er war immer wieder für mich erreichbar. Ich konnte ihn immer wieder erreichen. Und dann schrieb er mir wieder so eine komische Antwort. Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Da hat er mir wieder so eine komische Antwort geschrieben gehabt. Ich habe keine Zeit. Ich bin mit meiner Mutter und muss mit meinen Hunden Gassi gehen, wie das heißt. Dass ich da wieder mal nicht mit ihm anschreiben, wieder mal nicht mit ihm schreiben oder anschreiben oder das heißt schreiben, schreiben oder Auto schicken oder telefonieren können, wie das heißt, wo er in der Mittagszeit oder Mittagspause hatte auf seiner Arbeit oder obwohl er mir die Möglichkeit da geschrieben hatte, er war immer wieder für mich erreichbar. Also ich konnte immer wieder ihn erreichen. Er war immer wieder erreichbar für mich. Ich konnte ihn dann immer wieder erreichen. Ich konnte ihn dann immer wieder erreichen. Er war dann immer wieder erreichbar für mich. Er war immer wieder erreichbar für mich. Ich konnte ihn dann immer wieder erreichen. So hat er mir das geschrieben gehabt. Ich war immer wieder erreichbar für dich. Mein Schatz. Ich bin immer wieder erreichbar für dich, mein Schatz. Du kannst mich immer wieder erreichen, jederzeit anschreiben, anrufen, telefonieren, Auto schicken, was weiß ich, Video anrufen machen, was weiß ich. Ich bin immer für dich da, mein Schatz. Ich bin immer wieder erreichbar für dich, wie das heißt, wo er das geschrieben hatte. Also, bin nur traurig, dass er mich in dem Sinne auch. Deshalb ich damit auch angelogen, verarscht hatte, so einen Scheiß erzählt hat, erreichbar, dass er immer wieder erreichbar wäre, was gar nicht stimmt, obwohl er wirklich keine Zeit hatte, dass ich so gut wie gar nicht mit ihm, obwohl er wirklich keine Zeit jetzt hat, mehr hatte, dass ich mit ihm gar nicht schreiben, aber dass ich anrufen darf, weil er bei seiner Mutter ist und den Hunden Gassi geht. Wie gesagt, ich bin noch Boden zerstört, richtig traurig Boden zerstört, dass er mich ja schon erwähnt hat. Wie gesagt, den Leuten seiner Facebook-Gruppe drin sind, die er in seiner Facebook-Gruppe drin hat, Wetter und Luftfahrt, ja, allgemein sein Facebook-Account drin hat, dass er den Leuten mehr Recht gibt, mehr Glauben tut, als er es bei mir macht, tut, als er mir mehr Recht gibt und mehr Glauben tut, dass er es bei den Leuten mehr macht. Mehr Glauben tut, mehr Recht gibt, tut, als er wie das bei mir machen tut, mir mehr Recht geben, mir mehr Glauben, mir mehr Recht zu geben, mir mehr Recht zu geben, mehr das mehr zu glauben. Deswegen fühle ich mich jetzt im Moment sehr schlecht. Gott, schlecht fühle ich mich jetzt. Ich habe auch keine Tabletten mehr, so gut wie gar nichts mehr. Ich bin hilflos, alleine hilflos, weil ich jetzt nur Streit mit meinem Freund habe. Weil ich jetzt wie gesagt nur mit meinem Freund Streit habe, weil ich jetzt wie gesagt nur Streit mit meinem Freund habe, das was ich jetzt gerade vor kurzem euch erklärt hatte, euch erzählt und erklärt hatte, versuchen zu erzählt habe, meinen Streit, wenn wir jetzt haben.
Das, was ich jetzt gerade vorhin jetzt kurz an euch erklärt und erzählt und gesprochen, euch aufgeklärt, gesagt habe, jetzt gerade, gesagt habe, gerade, jetzt gerade, gibt jetzt einen schönen Start ins Wochenende, es wird wieder sonnig. Und ich habe den Partitape, der Wetterkanalkreis Standfurt, wirklich sehr geliebt. Ich habe den wirklich sehr richtig ganz tolle Feste geliebt. Aber nicht, wenn er mir so kommt. Schon gar nicht mit den Leuten, die er in seinem Facebook-Account drin hat, beziehungsweise in seiner Facebook-Gruppe drin hat. Luftfahrt-Wettergruppe drin hat. Ich habe den wirklich sehr geliebt. Wirklich. Aber nicht, wenn der mir so kommt. Vor allem mit der Nachricht da, was ich gesagt hatte. Wenn immer erreichbar sein, was gar nicht stimmt. Ich bin wirklich teilweise psychisch. Ich bin wirklich psychisch. Ich bin wirklich, wirklich sehr viel psychisch teilweise. Ich bin teilweise wirklich sehr viel psychisch. Aber das glaubt mir keiner. Der Einzige, der das geglaubt hätte, ist mein Freund. Wäre mein Freund. Meine Mutter glaubt mir das so gut wie gar nicht, dass ich psychisch bin. Ich mag dich, wenn die das bald dauert, was am Himmel zu sehen ist, egal was. Wenn ich mit meiner Mutter was besprechen würde, wenn ich mit meiner Mutter was besprechen will, meine Schwester was besprechen will oder mit dem Kumpel, der jetzt hier ist, was berät oder sprechen will. Ich mag es wirklich, wenn die das bald dauert, was am Himmel passieren tut. Wenn ich was mit meiner Mutter besprechen will, wenn ich es mit meiner Schwester besprechen will oder mit dem Kumpel hier, der jetzt hier im Moment hier ist, besprechen will. Ja, ich wünsche euch alle ein schönes Wochenende und sage dann bis dann wieder. Ich habe jetzt genug gesagt. Bin nur so traurig. Ich habe euch jetzt die Wahrheit gesagt, aufgeklärt, was im Moment ist. Obwohl es mir im Moment so schlecht geht, übel geht, nicht gut geht, es so gut geht. Bin auch wieder erkältet nebenbei, die Grippe in den Knochen. Und jetzt noch schreibt mein Freund. Und das mache ich sehr meist, wirklich sehr richtig traurig.